Shoppen, draußen ein Bierchen trinken und bald wohl auch wieder ins Kino gehen. Das probiert die Stadt Baunatal seit Montag aus. Voraussetzung für einen Besuch ist ein Schnelltest aus einem städtischen Testzentrum. Außerdem brauchen BürgerInnen die Luca-App. Wer Test und App hat, bekommt von der Stadt ein Bändchen als Tagesticket. Geöffnet werden einige Geschäfte, die Außengastronomie und voraussichtlich am Donnerstag auch ein Kino. Das Angebot steht vorerst nur BürgerInnen aus Baunatal zur Verfügung. Wir haben sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite möchten wir gerne zeigen, dass es eine neue Normalität geben kann. Auf der anderen Seite sind wir uns der Verantwortung in einer laufenden Pandemie, in einer dritten Welle sehr bewusst. Und deshalb öffnen wir auch nur mit kleinen Schritten und gehen sehr kleine Schritte nach vorne. Immer wissend, das ist hier schon auch sehr verantwortungsvoll. Der Landkreis Kassel, in dem Baunatal liegt, ist aktuell bei einer 7-Tage-Inzidenz von 158,3. Bei einer Inzidenz von 200 müssen die Geschäfte wieder schließen. Vergangene Woche begann die Stadt Alsfeld den Versuch als erste hessische Corona-Modellstadt.